Ich hab da... Schon wieder? Hoffentlich ist diesmal was Wichtiges dabei. Paul hat gesagt, du würdest Esteban hassen. So, hat er das. Und weiter? Emilio hat deinen Namen ausgespuckt. Du weißt auf jeden Fall was über das Attentat. Du hast dich ein bisschen mit dem alten Emilio unterhalten, was? Und er ist nicht der Einzige, der dich verdächtigt. Was soll das werden, hm? Ich will mit dem Attentäter gemeinsame Sache machen. Gegen Esteban? Wirklich? Dann beweise es. Ich warte schon zu lange auf eine Lieferung Stahl von den Piraten. Ich vermute, dass Esteban sie abgefangen hat, um sie mir später teuer zu verkaufen. Das macht er natürlich nicht selbst. Ein paar der Banditen im Sumpf stehen auf seiner Lohnliste. Woher weißt du das? Betrunkene Banditen quatschen zu viel. Hat der gesprächige Bandit auch einen Namen? Sein Name geht dich nichts an. Aber der Kerl, den du suchst, heißt Juan. Allerdings habe ich ihn schon lange nicht mehr im Lager gesehen. Du wirst im Sumpf nach ihm suchen müssen. Okay, ich mache die Sache für dich. Gut, wir werden ja sehen, ob man dir trauen kann. Hey, du. Ja, Juan ist ja tot. Ich habe den Stahl. Und? War Juan auch da? War er. Wusste ich es doch. Esteban, die Ratte, steckte dahinter. Was ist jetzt mit unserer Abmachung? Der Mann, mit dem du reden willst, wartet auf dich in der Kneipe. Sprich mit dem Wirt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt die Rätsellösung haben. Huno schickt mich. Sieht aus, als hättest du deinen Mann gefunden. Geh doch mal eine Etage höher, dort wartet jemand auf dich. Doch, Fisk. Du steckst also hinter dem Attentat. Ja. Esteban steht meinen Geschäften im Weg. Alle Banditen, die für mich arbeiten, lässt er nicht mehr in die Mine. Er sorgt dafür, dass alle für ihn arbeiten. Und nur für ihn. So kann er von jedem Geschäft seinen Teil abkassieren und kontrolliert das gesamte Lager. Willst du an seine Stelle treten? Nein, ich bin Händler. Ich will nur in Ruhe meinen Geschäften nachgehen. Was hast du jetzt vor? Wir werden Esteban aus dem Weg räumen. Das heißt, du wirst ihn umlegen und seine Position übernehmen. Solange seine Leibwächter bei ihm sind, habe ich keine Chance. Dann müssen wir sie dazu kriegen, dass sie abhauen. Und zwar mit der Wahrheit. Welche Wahrheit? Du hast deinen Job erledigt. Du weißt, dass ich hinter dem Attentat stecke. Erzähle das Esteban. Und er wird seine Jungs schicken, um mich zu töten. Ich werde sie hier erwarten. Wenn sie weg sind, kannst du dir den Mistkerl vornehmen. Und ich kümmere mich um die Wachen. Okay. Ja, ich würde sagen, speichern wir und machen wir, ne? Ich hoffe mal, ich kriege den Esteban mit der Rüstung jetzt hier auch besiegt. Der arme Kerl kann einem leid tun. Wegen des Auftrags. Pass auf, ich habe noch andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Ich dachte, es interessiert dich vielleicht, wer hinter dem Attentat steckt. Wer ist es? Sag mir seinen Namen, damit meine Wachen ihm den Hals umdrehen können. Der Händler Fisk steckt dahinter. Zurzeit steht er allerdings ahnungslos in der Kneipe und säuft. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Gut gemacht, Kleiner. Meine Wachen werden sich um ihn kümmern. Aufpassen, was ihr habt's gehört, Jungs. Schnappt euch diesen Fisk. Das ist kein Geheimnis. Und wie geht's jetzt weiter? Wie es jetzt weitergeht? Ich sage dir, wie es weitergeht. Fisk wird einen schmerzvollen Tod erleiden. Und jeder im Lager wird davon erfahren. Das wird ihnen allen eine Warnung sein. Kriege ich jetzt einen roten Stein? Du hast deine Sache gut gemacht. Jemand wie du hat in der Mine nichts verloren. Ich kann dich hier viel besser gebrauchen. Du wirst im Lager bleiben und weiterhin für mich arbeiten.
Und glaub ja nicht, dass das alles... Willst du mich verarschen? Es war nie die Rede davon, dass ich für dich arbeite. So ein Angebot bekommt nicht jeder. Aber wenn du nicht willst, steht es dir auch frei, das Lager zu verlassen. Wie wäre es, wenn du dein Wort hältst und mir einen roten Stein gibst? Hey, noch ein Wort und meine Wachen müssen dir auch noch wehtun. Welche Wachen? Was? Ach, ich verstehe. Du versuchst mich reinzulegen. Na, warte. Jetzt geht's. Er ist schon mal gesessen. Mach schon auf! Ja, mach schon, ist gut. Das wirst du ja wohl schaffen. Schon her, ey. Das gibt's doch gar nicht. Verdammt, ey. Der Anfang sah so gut aus. Den wirst du ja wohl schaffen. Immer feste drauf. Ist gut. Immer feste drauf. Sehr gut, erwischt. 5 rote Steine haben wir sogar. Es war ein Schlüssel, passt zu der Truhe in seinem Versteck. Okay, das war der hier. Das Versteck hier. Oder das. Doch, der hat einen Schlüssel. Das war's mit Esteban. Ups. Die Wachen liegen da. Was liegt da? Schönes Armbrust. Ja, nichts Interessantes. Silberring. Fisk, na, was sagst du? Esteban ist erledigt. Darauf habe ich lange gewartet. Ich denke, du hast jetzt einiges zu tun. Und ich muss mich auch wieder um meine Geschäfte kümmern. Also, wenn du noch was brauchst, du weißt, wo du mich findest. Warte mal. Joa. Wie läuft der Laden? Gut. Estebans Ableben dürfte wohl für einige hier ein Grund zum Feiern sein. Okay. Ich komme später wieder. Ich dachte, kann ich dem so einen roten Stein mal geben? Das würde was weiterbringen. Der will keinen Stein. Der auch nicht. Und los mit euch. Ich dachte, ihr hättet Interesse an einem Stein. Haben wir es doch gut geschafft. Oh, verdammt, was ist los? Warum wächst? Nein, sag jetzt was an deiner. Das gibt's doch gar nicht. Mach ihn fertig. Ah, verdammt. Aber es sah schon besser aus, ne? Es sah schon besser aus. Ich habe 2-mal gekrittet oder so. Röhrchen. Oh, verdammt, was ist los? Warum wächst du nicht, hä? Na, an deine. Verdammt, ey. Der ist einfach so viel schneller. Den muss ich doch auch irgendwie platt kriegen. Der hat bestimmt eine richtig coole Waffe. Okay, das sieht ihn also auch nicht mehr. Sonst alles klar bei dir? Ich will hier nur meine Arbeit machen, Mann. Esteban ist ja kein Problem mehr. Na, gucken wir mal, was Torus jetzt dazu sagt.
Hey, du. Das liegt doch auf der Hand. Das wird sich nie ändern. Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Ach ja. Glaubst du etwa, du kannst bis zu ihm vordringen? Seine Garde hat Anordnung, niemanden vorzulassen. Du wärst tot, bevor du ihn auch nur zu Gesicht bekommen würdest. Also schlag dir das aus dem Kopf. Genau das habe ich auch gesagt. Erkennst du mich nicht? Aus dem alten Lager. Du bist einer der Gefangenen. Vielleicht warst du einer meiner Gardisten. Und? Macht uns das jetzt zu Verbündeten? Ja. Nein, das macht es uns nicht. Vielleicht bist du der Typ, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Jo. Vielleicht hast du auch meine Kumpels umgebracht. Jo. Na und? Die Zeiten sind vorbei. Okay. Das hätte er auch selbst wissen können. Komm, lass mich rein, um der guten alten Zeiten willen. Jetzt will ich dir mal was erklären. Weißt du, warum ich noch am Leben bin? Weil ich immer zu meinen Leuten loyal war. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein, was Raven tut. Aber ich werde mich an die Regeln halten. Und das wirst du auch. Ich könnte dir Sachen erzählen. Man muss eben aufpassen, dass man so rumerzählt. Hey, was ist mit deiner Rüstung? Wo kriege ich so eine Rüstung her? Gar nicht. Die Rüstungen sind Ravens Garde vorbehalten. Ich glaube kaum, dass es eine Aufnahmeprüfung für neue Anwärter gibt. Aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht bei mir, sondern bei Raven. War doch seine Entscheidung. Ich habe hier eine Steintafel für dich. Du hast nicht den richtigen Stein. Nur die roten sind von Bedeutung. Der muss einfach mehr trainieren. Ich habe hier eine rote Steintafel. Okay. Du hast Esteban erledigt. Dann wirst du jetzt seinen Job machen. In der Mine haben sie ein paar Probleme mit Minecrawlern. 3 Butler hat's bereits erwischt. Es ist deine Aufgabe, für Nachschub zu sorgen. Und wann kann ich endlich in die verdammte Mine? Mach deinen Job. Danach kannst du machen, was du willst. Das hätte er auch selbst wissen können. Halt! Hey, solange Torus sein Okay nicht gegeben hat, kommst du nicht durch. Hm? Moment. Glaubst du wirklich? Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Ich soll jetzt einen Job machen. Meine Meinung kennst du ja schon. Drei Steine, 3 Butler. So, ich muss jetzt 3 Butler reinschaffen. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Das liegt doch auf der Hand. Erzähl mir nichts, ich kenne du wirst in der Mine gebraucht. Endlich. Hier, du sollst mein Erz dafür haben. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Warte mal. Sonst alles klar bei dir? Ich will hier nur meine Arbeit machen. Okay. Ich dachte, er sagt jetzt mal was anderes. Ist doch wahr. Ich hätte das nicht. Du wirst in der Mine gebraucht. Alles klar, Chef. Du willst den Besten in der Mine sehen? Dann will ich mal wieder. Ach, noch was. Ich verrate dir mal ein Butler-Geheimnis. Ab und zu bietet es sich an, einen Trümmerschlag anzusetzen. Wenn du ein paar Mal gehackt hast und es ist nichts dabei rumgekommen, dann zieh die Spitze der Hacke quer über den Fels. Mit etwas Glück kriegst du so gleich mehrere Brocken. So, mal gucken. Was die anderen mir noch geben. Du wirst in der Mine gebraucht. Du hast ja tatsächlich einen roten Stein für mich. Ausgezeichnet. Jetzt werde ich diesen verdammten Fels zu Krümeln verarbeiten. Ich weiß auch schon genau, wo ich hingehe. Noch eine Sache. Wenn du schürfen gehst, pass auf, dass du nicht zu feste drauf haust. Sonst verkeilt sich deine Spitzhacke im Gold. Okay, wenn wir jetzt dem da... willst du ja noch eigentlich eine haben. Nee. Aber genau deswegen habe ich gespeichert, um zu gucken, was bringt mir der andere. Hätte ich vielleicht vor dem Paul noch machen sollen. Du wirst in der Mine gebraucht. So, du bist jetzt also der Boss hier, okay? Dann werde ich mal losziehen. Okay, der bringt mir nichts. Also von daher war schon richtig, dass dem
anderen dazu geben. Oh. Also geben wir was ihm, dann lernen wir ja noch was über Schürfen. Du wirst in der Mine. Du hast noch eine Sache. So, was sagt der Finn jetzt? Wie gut bin ich jetzt? Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Bei dir würde ich sagen, du bist ein erfahrener Goldschürfer. So. 50%. Ja, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Hey, du! Ich habe drei Kerle losgeschickt. Alles klar. Dann kannst du wegen mir rein. Halt! Geh mir aus dem Weg, Wache. Ah, in Ordnung. Du kannst passieren. Voll krasse Fehler ja so. So, da, guck mal hier. Da, guck mal zu den Magiern. Direkt mal aktivieren, ne? Speichern, bevor ich hier irgendwas doofes anstelle. Kann ich jetzt Raven direkt killen? Hey, langsam! Du kommst nicht rein, also verschwinde! Geh aus dem Weg, ich muss zu Raven. Niemand betritt diese Gemächer. Klare Anordnung von Raven persönlich. Es ist verdammt wichtig, dass ich ihn erreiche. Nein, ist es nicht. Nur Bloodwin hat die Erlaubnis, sich drinnen aufzuhalten. Bloodwin? Sollte er nicht tot sein? Er ist stärker als jemals zuvor. Und wenn er erfährt, dass hier jemand Ärger macht, macht er Kleinholz aus dir. Bloodwin ist drin. Dann hol ihn raus. Ha! Glaubst du im Ernst, ich würde das tun? Mag ja sein, dass du jetzt ein wichtiger Mann im Lager bist, aber deine Macht endet genau hier. Begriffen? Also, geh in die Mine und buddel nach Gold oder mach sonst was, aber steh hier nicht im Weg rum. Ich gebe dir 1000 Goldstücke, wenn du mich reinlässt. Du verschwendest deine Zeit, Penner. Okay. Wir sprechen uns noch. Du kannst dir denken, was ich dir dann sagen werde. Gut, ich hätte, glaube ich, auch keine Chance, den zu besiegen. Warum liegt denn da einer? Tote Sklaven. Rechts, 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 nur rechts.